Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe was ganz Besonderes für euch, nämlich ein bisschen Kindheit, ein bisschen Retro und ein bisschen Moderne. Denn es ist A, nicht mehr Capri-Sonne, sondern Capri-Sun. Und jetzt gibt es sie auch als Zero-Variante, also mit Süßungsmittel, Zuckeraustauschstoff oder ähnliches. Das werden wir gleich sehen. Und ich muss euch sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Capri-Sonne getrunken habe. Das könnte ungelogen wirklich so 20 Jahre oder sowas her sein, wenn nicht noch länger. Wobei ich glaube, ich hatte mal irgendwo in so einer Box vielleicht eine drin. Aber so prinzipiell ewig nicht mehr. Die sind jetzt wie gesagt neu. Die waren bei Ghetto Netto Markendiscount in der Aktion für 3,49 Euro. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was Capri-Sonne regulär kostet. Ob das jetzt wirklich ein Angebotspreis war oder ob es nur ein Aktionspreis war. Seien wir aber auch ehrlich, mehr als 3,49 für so 10 Stück muss jetzt auch nicht sein. 200 Milliliter sind in jeder Packung drin, also hat man hier 2 Liter quasi. Ja, und eben in der Sorte Multivitamin. Geilste war früher auf jeden Fall immer Kirsche, finde ich. Fand ich immer richtig gut. Da hat man die Päckchen auch noch aufgeblasen. Und es war bei denen immer richtig schwer. Und dann musste man mit voller Kraft auf die Dinger drauf treten, damit sie explodieren. Die waren, glaube ich, nicht dafür gedacht, weil das wirklich, wenn man es nicht genau getroffen hat, war es sehr schwer, die zum Platzen zu bringen. Aber wenn sie dann geplatzt haben, hat das richtig gescheppert. Das weiß ich noch, wie wir da damals Spaß mit hatten. Genau, ich frage mich jetzt gerade, ist das eigentlich ein Papier? Oh nee, Alter, der ist aus Papier, der Strohhalm. Aber gut, so ist das halt. Boah, graut es mir jetzt schon vor. Es sind Vitamine sogar drin, C, B3, E, B6, B1 und Biotin, ein Mehrsaft-Fruchtgetränk. Jetzt überlegen wir mal, was glaubt ihr, wie viel Frucht ist wirklich drin? Ja, wir können jetzt mal so ein bisschen Ratespielerei machen. Wenn ihr lustig seid, schreibt es mal in die Kommentare. Ihr dürft es nicht mehr ändern, nachdem ich es gleich revealed habe. Ich schätze jetzt mal, ich sage jetzt einfach mal 6%. 6% Gesamtfruchtsaftgehalt ist in dieser Packung drin. Das wäre tatsächlich sogar mehr als bei vielen anderen irgendwelchen Süßstoffgetränken zumindest. Für so ein Getränk, was vielleicht so an Kinder ist und wo Saft drin sein soll, was vielleicht damals sogar gibt es eigentlich ein Substantiv zu besser? Anne? Ja. Gibt es ein Substantiv zu besser? Nee, ne? Besserlichkeit? Gibt es nicht, ne? Das Bessere vielleicht noch, aber das meine ich eigentlich nicht. Was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Ach, vergesst es einfach. Also, es sollte damals halt irgendwie, es sollte damals jedenfalls vielleicht auch so ein bisschen einen besseren Eindruck haben. War auch ein teures Produkt, Capri-Sonne damals. Ich weiß doch, dass man auch damals schon ein bisschen mehr Geld dafür bezahlen musste. Also, ihr habt jetzt hoffentlich in die Kommentare geschrieben, was ihr glaubt. So, und jetzt wollen wir mal hier revealen. Okay, ich bin schon mal nicht... Ey, ich bin gar nicht so schlecht. Okay, ich bin gar nicht so schlecht. Achtung, wir haben ein... In der Schweiz heißt das Tafelgetränk. Mit Süßungsmitteln, Achtung, Quellwasser. Jedes Wasser ist Quellwasser. Das klingt dann mal wieder geiler, als es ist. Das ist genauso wie, wenn viele Hersteller auf ihr Produkt draufschreiben mit Rübenzucker. Scheißzucker kommt immer aus Rüben. Der billigste Ja-Zucker oder Aldi-Zucker ist... Eigentlich fast immer aus Rüben, zumindest in Deutschland. Ja. Orangensaft 3,1, Zitronensaft 2,7. Also die uninteressantesten Säfte sind mal wieder am meisten drin, vor allem die billigsten Säfte. Dann haben wir Ananassaft 0,3, Bananensaft 0,3, Apfelsaft 0,3, Kiwisaft 0,2, Zitronensäure, Maracuja-Saft 0,1 und dann kommt Vitamine, gesüßtes mit Sucralose, Zyklamat und Saccharin. Ja. Insgesamt haben wir drin 7% Saft. Da bin ich mit meinen 6% gar nicht so schlecht gewesen. Nährwerte. Hier. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Könnt ihr euch hier einmal zu Gemüte führen. Ja. Also wir haben hier 3 Kilokalorien nur pro 100 Milliliter, weil Kalorien von Säften kommen eigentlich immer nur vom Zucker, eventuell noch ein bisschen Kohlenhydrate. Hier haben wir so gut wie keine Kohlenhydrate drin. Die 3 Kilokalorien, die drin sind, das werden irgendwelche Spuren sein, minimal eben Zucker von den Säften, die drin sind. Ne? Warum sie dann hier nur 0 stehen haben, das kann nicht sein, weil hier ist auf jeden Fall mehr als 0 Zucker drin und auch mehr als 0 Kohlenhydrate. Streng genommen wird sogar ein ganz bisschen Fett drin sein, ein ganz bisschen Eiweiß, weil es ist eben eine Pflanze drin, der Saft einer Pflanze und da ist alles ein ganz bisschen drin. Aber es ist dann irgendwann unter diesen Grenzen, dass man es wahrscheinlich draufschreiben müsste, ja. Die Vitamine pro 100 Milliliter decken fast, genau, also wenn man eine Capri-Sonne trinkt,
da hat man 15% der 30% der Vitamine abgedeckt. Immerhin, immerhin. Ich habe die jetzt hier schön kalt im Eisschrank. Man konnte die auch damals einfrieren, aufschneiden und dann so lutschen. Das war damals. Damals am Kiosk für eine Mark eine gemischte Tüte ohne Lakritz. Das waren genau diese Zeiten. Diese Zeiten waren das. So, jetzt wollen wir mal sehen. Schmeckt wie Kindheit. Ich glaube, Leute, man merkt natürlich den Süßstoff. Ja, es sind Aromen übrigens drin. Man merkt den Süßstoff, dass da kein Zucker drin ist. Aber dieses Grundaroma ist so wie bei der normalen Capri-Sonne. Oh Leute, ich liebe es gerade. Ich liebe es gerade. Toll, damals. Ja, lecker. Also man kann tatsächlich jetzt vielleicht nicht jede Fruchtsorte individuell erkennen. Man erkennt ein bisschen Säure, ja. Ich meine auch, dass die Bananennote durch die Aromen wahrscheinlich so ein bisschen durchkommt. Maracuja vielleicht auch ein bisschen. Ah, Leute, wirklich lecker. Also macht euch drauf gefasst, dass ihr das Süßstoff, die Süßungsmittel schmeckt statt Zucker. Aber ansonsten schmeckt das wie eine Capri-Sonne. Für mich ist die Mission erfüllt. Sie wollten eine Capri-Sonne Meerfrucht mit Zero. Ich weiß gar nicht, ob es andere Sorten gibt. Ich schätze mal schon. Sie wollten eine Capri-Sonne mit Zero Zucker machen. Das haben sie erreicht. Leute, die glauben, dass Sachen mit Süßungsmitteln so schmecken wie mit Zucker, denen ist nicht zu helfen, weil das einfach nicht gehen kann. Ich finde aber, sie haben den Capri-Sonnen-Geschmack hier sehr gut rübergebracht. Von daher hier von mir eine Empfehlung für alle Fans von Capri-Sonne, jung gebliebene Erwachsene oder Leute, die einfach mal wieder irgendwie aus so einem Ding hier etwas trinken wollen. Ich finde es gerade wunderbar. Wobei ich auch sagen muss, diese Süßstoffnote, das ist nicht ganz so geil wie mit Zucker. Man merkt das auch ein bisschen, man hat so ein bisschen Nachgeschmack. Vielleicht hätten sie auch einen Ticken weniger reinmachen können, aber insgesamt schmeckt es mir trotzdem sehr gut. Und sehr gut auch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sage vielen Dank dafür.